Hi Lutschergen, ich begrüße euch wieder recht herzlich zu einer neuen Runde RimWorld Biotech hier bei eurem Bombardin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, wir haben gerade so ein bisschen das Problem noch mit dem Strom und Essen. Alice Cooper futtert jetzt hier rohes Pantherfleisch, ist jetzt nicht ganz so geil. Und wir müssen Alice Cooper mal eben hier noch aus der Jagd rausnehmen, fällt mir auf. Weil der hat ja keine Fernkampfwaffe mehr. So, das ist ein bisschen ungünstig, da müsste mal was gemacht werden. Standard. Glätte bitte. Oh, die wilde Frau spielt das Hufeisenspiel. Ja, wunderbar. Hauptsache, sie hat Spaß am Leben. So, da müssen wir jetzt hier mal ein bisschen priorisiert arbeiten. Glätten, 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 glätten. Auch wenn es vielleicht gerade dem Alice Cooper jetzt nicht so passt. Aber da muss er jetzt durch. Auch wenn er vielleicht was anderes machen möchte. Er muss da jetzt durch. Wir müssen wieder kochen können. Nein, gibt nichts zu essen jetzt. Jasmin und Morbius redeten über die Nutzung von Lanzen. Das ist wunderbar. Ich lasse ihn jetzt hier schuften, bis wir Strom auf dem Herd haben. No Strom, no Spaß. So, ich überlege gerade, was wollte ich noch? Ach ja. Da muss er jetzt durch, der Standard. Da kommt er jetzt nicht weg. Nein. Da kommt er jetzt einfach nicht weg. Das lasse ich nicht zu. Wobei wir gleich Flask wieder einteilen werden. Lass mal Flask wieder ins Baubusiness einsteigen. Da hatten wir wieder so einen kleinen Mikroruckler gerade. Nervig. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Aber ich muss noch ein paar Tests machen dazu. Ich vermute, es liegt an diesen ganzen Nachrichten hier. Ich habe ja hier so eine geile Mod installiert, die nennt sich Dubs Performance Analyzer. Und da sieht man jetzt ganz gut, was hier los ist, ne? Also der Warrants Manager hier, diese Kopfgeldjagd-Mod, die braucht ein bisschen. Aber ich glaube nicht, dass die den Fehler erzeugt, dass das Game immer wieder mal so kurz freest. Sondern ich glaube, es liegt daran. Aber da müssen wir nochmal gucken. Das kriegen wir hin. Auf Dauer, glaube ich. So, Flask, mein Lieber. Glätten, glätten, glätten jetzt. Also, wir haben Strom drauf. Ha, wir haben Strom drauf. Wunderbar. Da können wir jetzt... Können wir jetzt erstmal hier ernten und was kochen wieder. Wunderbar. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt da Strom drauf haben. Das ist super wichtig. Ansonsten können wir uns jetzt so langsam aber sicher mal überlegen, wo wir gleich unser ganzes Forschungs- und Produktionszeug hinmachen möchten. Ah, da brauchen wir vielleicht wieder ein bisschen Planning. Also der größte Raum ist dann wahrscheinlich... Aktuell haben wir ja eh noch nicht so viel, was wir planen müssen. Wir müssen aktuell eigentlich nur für die Steine und für Forschung einen Plan erstellen, ne? Das heißt, wir können hier mal... Forschungslabor muss ein bisschen größer sein. So viel steht fest. Machen wir hier mal das Forschungslabor hin. Das darf ruhig größer sein, glaube ich. Warte, machen wir so. Dann geht es nicht ganz so weit in den Dings rein, in den Berg. Stopp. So. Machen wir das mal so. Und die Mörsermenschen greifen an. Na, das ist nicht gut. Aber gut, wir sind ein bisschen wehrhafter geworden. Wir haben jetzt immerhin drei Leute, die schießen können. Und die Mauern sind ja auch bald errichtet. So, ihr zwei bleibt drinnen.
Wo schießt denn der hin? Oh! Der Drecksack. Er hat Standard erwischt. Jawohl. Dann hat nur ein bisschen was aufs Kiefer bekommen. Alles gut. Oh. Gut, dass Morbius die Rüstung hat, ne? Sonst hätte es jetzt gescheppert. Der Agent. Oh, der ist auch schon wieder gut, ne? Heide Witzka. Und Okamoto. Die ist nicht gut. Okamoto brauchen wir nicht. So, Standard. Wir nehmen die jetzt natürlich nicht. Wollen wir nicht, brauchen wir nicht, muss nicht. So. Oh! Schießt noch die Sau. Wo rennt denn er eigentlich hin? Ach, er holt sich was zu essen. Meine Güte. Aber hey, hier hast du doch was zu essen, Standard. Hol dir doch das gute Essen. So. Gut, Flask ist durch. Ah ne, der ist noch nicht durch. Entkleiden bitte. Sehr schön. Ah, oh, endlich wieder frisches Essen, ne? Super. Da freuen sie sich, die Jungs und Mädels. Ach so, ihr dürft wieder arbeiten gehen. Sehr gut. Das passt doch wieder. So. Standard hat ein bisschen was abbekommen. Da muss Morbius mal eben behandeln. Einmal durchrüdeln. Perfekt. Wird wieder. Wird alles wieder gut. Alice Cooper ist ein bisschen traurig gerade. Auch das wird wieder gut. Glaube ich. Schlief in der Kälte. 17 Grad. 18, glaube ich, ist ideal, ne? Alles halb so wild. So. Genau, erstmal hier auffüllen und dann Gastfreundschaft für einen Freund. Na, das ist... Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Nutzt uns gerade nichts und wir haben gerade andere Probleme. Ganz ehrlich. Muss jetzt nicht sein. Der Dschungel ist eh ein hartes Pflaster. Was cool ist, wir können jetzt Alice Cooper noch eine Waffe geben. Der kriegt jetzt erstmal die Handkanone. Ah ne, warte, wir geben dem Muskete. Die rumst so schön. Unser tiefgekühltes Holz ist auch wunderbar. Eva hat eine Glaubenskrise und glaubt jetzt an Augmentismus. Herzlichen Glückwunsch, ne? Oh ja. Und jetzt wird endlich gekocht hier. Sehr gut. Also für Essen ist jetzt auch endlich gesorgt. Wunderbar. Erste Reisernte. Gut, Standard kriegt noch nicht so gutes Essen, aber hey. Der arbeitet auch gerade nicht. Wer nicht arbeitet, kriegt nichts Gescheites zum Essen. So ist es halt mal. Oh nee, warte mal, Alice Cooper. Nö. Nö. Jetzt kannst du. Gönn dir. Gönn dir, wenn dann richtiges Essen. Das gute Zeug. So, ich glaube, Just Me können wir jetzt auch wieder zum Ernten einteilen. Dann geht das alles ein bisschen fixer. Ah ja, und Just Me können wir auch jetzt eine Waffe geben, ne? Ideal. Kriegt hier die Handkanone.
Und die Basis ist hiermit auch zu jetzt. Wunderbar. Natürlich habe ich Depp wieder vergessen. Naja, aber gut. Macht nix. Dann können wir hier jetzt ein paar Stachelfallen zumindest setzen. Und dann sind wir erstmal sicher in unserer eigenen Butze. Wunderbar. Morvius flirtete mit Jasmin, indem er einen vergnügten Scherz über ihren Mut machte. Morvius. Und Jasmin ist eigentlich mit Mushinto verheiratet, das wusste ich gar nicht. Jetzt auf jeden Fall mit Morvius zusammen. Oh weia. Wenn das mal Feuerstein sieht, ne, dann ist aber... Oh weia, oh weia, oh weia. Naja, Kinder wird es nicht geben, denke ich. Morvius ist 49, Jasmin ist 53. Liebe unter alten Menschen, es ist so schön. Richtig romantisch. Naja, gut. Gut, meinetwegen. Liebe unter alten Menschen. Toll. Sehr schön. Richtig toll. Freue ich mich. So. Hier müssen wir noch glätten. Da können wir demnächst auch das hier freigeben. Wobei wir halt noch echt Ressourcen brauchen dafür, ne? Und hier machen wir schon mal die nächsten Zimmerchen. So, läuft so langsam aber sicher wieder. Bergab und rückwärts, aber es läuft. Jawohl. Und was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein Stein-Zerlegungsapparat-Gedöns. Ich überlege gerade. Es muss kein Riesenraum sein. Da kommen ja nur so ein paar Halden hin und dann. Vielleicht machen wir das hier. 7x7 müsste reichen. Und wir müssen diese Leichen hier wegschaffen. Machen wir mal eine weitere Abfallzone hier hin und die ist dann für Leichen. Keine Brocken. Keine Objekte. Und hier möchte ich die Leichen verbieten. Oh, guck mal! Ein Wiesenaweküken. Ah! Oh, wie schön. Es ist geschlüpft. Toll. So, sehr viel Arbeit jetzt gerade. Aber das passt schon. Das kleine Pupsbärchi. So, gleich mal trainieren. Und fürs harte Leben im Dschungel vorbereiten. Das muss. Hat sich Jasmin jetzt schon. Ja, Jasmin hat sich eine Wumme geholt. Standard legt seinen Holzscheit wieder ab, bitte. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Läuft, läuft, läuft. Träumchen. Wichtig ist jetzt erstmal Essen. Alles andere ist mir egal, ne? Ob jetzt hier gleich das Ding fertig gebaut wird oder fertig geschippert wird, das ist mir jetzt ganz gleich. Was macht... Ach so! Da ist ein Tierchen gestorben. Nice. Chinchilla, oder? War das ein Chinchilla? Ja, ein Chinchilla. Oh, Alpaka. Ja gut, wir haben Fallen. Jetzt nicht mehr. Jetzt kann es einfach reinlaufen. Gut gemacht, Flask. Und da ist das Alpaka tot. Tot, 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 tot.
Sehr schön. Ich glaube, wir nehmen Flask doch wieder beim Bauen raus. Irgendwer muss jetzt einfach hier werkeln. Irgendwer muss Bergbau machen. Sonst geht da gar nichts voran. Und das ist halt jetzt nun mal Flask gerade. Hilft alles nichts. Ich will das Gefängnis fertig haben, damit wir hier unseren Essensfutterraum haben. Standard ist wieder fit, wunderbar. Läuft auch wieder. Und hier, ich schwöre, da wurde ein Block rausgeklopft. Wuhu. Oh, ach, jetzt schon wieder. Jetzt schon Gefängnisausbruch, na Prost, Mahlzeit, du. Aber nur Eil. Eva nicht. Gut, jetzt ist es auch noch nicht so schlimm, wenn die sterben, ne? Passt. Erledigt. Haben wir was kaputt geschossen? Nö. Alles gut. Zusammenflicken und weiter geht's. Alles prima. Hätte schlimmer sein können, ne? So. Großhändler kommt vorbei. Auch schön. Ey, wir brauchen echt noch ein Lager gleich. Ein anderes. Und das stört mich auch, dass hier noch Holopeinen liegt. Ich kenne nicht mal Holopeinen. Wo kommt Holopeinen eigentlich her? Was ist eigentlich Holopeinen? Hey, hast du Bock, eine Runde Holopeinen zu gehen? Nee, heute nicht. Vielleicht morgen wieder. Lass die mal wegschaffen hier. Brauchen auf jeden Fall einen Thronsaal für Flask, aber ey, jetzt nicht. Es gibt so viele Dinge, die gemacht werden müssen vorher. Aber Holopein, da hätte ich Bock drauf, du. Wollt ihr auch ein bisschen Holopeinen? Also ich wäre sofort am Start. Wenn ihr sagt, Bobby, komm, lass Holopeinen. Dann sage ich, klar. Machen wir. Immer. Holopeinen. For the win. Oh, Aerofleet hat sich reproduziert. Nice. Ey, das wird so gut hier. Mit den Tieren. Das wird so mega. Da ist er. Ey, wir haben heute zwei kleine Tierchen bekommen, ne? Wahnsinn. Und Holopeinen. Kann man den benennen? Kann ich die Leiche noch benennen im Nachgang? Ich würde gerne Holopeinen benennen. Kritikonischer Weg. War das einer der ersten, der uns angegriffen hat damals? Damals vor 10 Jahren? Ich weiß es nicht mehr. Es ist komisch irgendwie alles. Ich glaube, diese Kolonie wird noch komischer als die letzte. Habe ich irgendwie so eine leise Befürchtung. Könnte an Holopeinen liegen. So, das hier tragen wir weg. Und dann können wir jetzt hier das Gefängnis verlegen. Und hier machen wir dann das andere rein. Dann sind die erstmal in Einzelhaft. Ist vielleicht jetzt zu Beginn besser, wenn die in Einzelhaft sind. Oh.
Morbius kann nicht gut genug kochen. Chespi hat eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Naja. So ist manchmal das Leben. Das wird unser Forschungslabor übrigens. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, was baut er denn da schon wieder? Forschungslabor. Holopeinen baut er. Er macht ein bisschen Holopeinen. Das ist ganz normal. So. Für Gefangene. Müssen wir noch kurz warten. Bombardin betreibt ein bisschen Holopeinen. Mach ich öfter mal, wenn ich Lust habe. Wenn ich so einen wilden Tag habe. Oh, nice. Nächstes Ei schon wieder da. Und 111 Silber. Ah, danke schön. Das ist nett. Sehr freundlich. Nehmen wir mit. Wird sehr gerne angenommen. Also könnte jetzt gerade schlechter laufen, ne? Wir kommen voran. Langsam, aber stetig. Nur über das Holopeinen müssen wir noch reden. Aber der ist jetzt weg, der Holopeinen, oder? Ja, der Holopeinen ist jetzt da drüben. Seit 81 Jahren ist der tot. Okay, der ist nicht zu uns gekommen. Wer bist du? Und warum bist du? Wollen wir Holopeinen wiederbeleben? Ah ne, ist ein Pyromane. Schade. Wäre jetzt kein Pyromane, hätte ich gesagt, komm. Lass den wiederbeleben. Das wär bestimmt witzig geworden. Aber Bobby ist ja auch nicht mehr da jetzt. Ne? Das ist ja. So, beide bekehrt mittlerweile. Super. Gleich haben wir neue Arbeitskräfte. Just Me und Morbius sind glücklich miteinander. Liebe unter alten Menschen. So romantisch. So unglaublich romantisch mit den beiden. Es hat jetzt aber echt lang gedauert bei Just Me, ne? Eine ganze Kolonie. Wollte sie nicht. Und jetzt auf einmal. Rose. Will ich Rose? Wir wissen nicht, ob wir Rose haben wollen, aber hey, komm. Nee, wir wollen Rose nicht. Aber jetzt haben wir Rose. Sim-raced. Ja, wir werden Rose... Wir werden Rose helfen und wir werden dann... Hey, nächste Dings kommt. Ja, ab sofort wieder ab die Post. Außenposten erstellen mit Rose. Was muss, das muss. Warum ist Just Me so langsam? Ach so, die Lebensmittelvergiftung. Dammit. Warte. Ah ja, macht sie schon. Wird schon. Kriegt sie schon hin. Rose ist wieder mal vollkommen unnütz. Wir haben schon wieder so viel blaues Gel. Wir müssen unbedingt ganz schnell die Raffinierung erforschen. So, da kommt Rose. Rose schaut echt kaputt aus, aber ich mag Rose nicht. Ich will Rose nicht. Rose kann mir gerne gestohlen bleiben. Wenig Nahrung. Na, das läuft noch.
Oh, das ist so cool bei uns. Mit den Tierchen. Auch wenn die gerade ein bisschen übermäßig viel produzieren, aber ist trotzdem cool. Irgendwie habe ich gerade die Befürchtung, dass wir hier kaum richtige Vorkommen haben. Nicht gut. Gar nicht gut. Das heißt, wir sollten sehr schnell in die Produktion von gewissen Dingen einsteigen. Damit wir Geld verdienen. Kommen wir nicht drum rum, ne? Ach herrje. Ach herrje. Ach herrje. Ach herrje, Sie haben Klobürsten dabei. Ach herrje. So, hier noch glätten, glätten, glätten. Dann ja, natürlich noch glätten, glätten, glätten. Sehr gut. Und jetzt können wir endlich den Steinraum bauen. Yay! Können wir hier die ganzen Steine wegschmeißen. Beziehungsweise verarbeiten. Können wir, glaube ich, sogar schon reinsetzen. Oh, jetzt fehlen uns Bauteile, ne? Kritisch, ich sag's euch, das ist alles sehr, sehr kritisch gerade. Ich glaube, diese Kolonie könnte sehr, sehr nervig werden. Auf Dauer. Gut, jetzt bauen wir erstmal eine normale Werkbank. Die taugt auch was. Können wir das blaue Gel verkaufen? Habt ihr da Bock drauf? Natürlich nicht. Okay. Gut, dann recht herzlichen Dank für den Handel. Sehr lohnenswert. Und last but not least möchte ich auch noch Forschung anfangen. Just Me wird zwar jetzt wahrscheinlich erstmal eh nicht forschen können, weil die ist anderweitig beschäftigt, aber wir haben da ja Eva. Die wird sehr gut forschen können. Und hier können wir jetzt anfangen, die Steine wegzuklopfen.
wiederhole für immer. Zutaten-Suchradius machen wir erstmal ein bisschen kleiner. Und Lagerung. Lagerung. Machen wir hier so eine Absitzmulde rein. Da kommen dann die fertigen Blöcke rein. Ja, Licht und so kommt natürlich auch noch, ne? Aber haben wir jetzt erstmal... Oh, danke schön. Eine Steinschlusspistole. Cool. Sieht doch gut aus mit unseren drei Fallen, oder? Kann gar nichts mehr schief gehen. Oh Mann. Und das Ding müssen wir irgendwann ja auch mal analysieren noch. Ach Gott, ey, das wird... Das wird was, sag ich euch. Das wird was. Achso, wir können das einfach auswählen. Okay, dann machen wir das doch. Vielleicht verschwindet es ja, wenn wir es fertig analysiert haben. Haben wir schon eine Forschung ausgewählt eigentlich? Nö, da müssen wir wieder anfangen. Ganze Forschung ist ja weg. Das heißt, wir fangen klein an mit Biosprit. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Und, ah, Mechtech, die Bosse müssen wir nicht nochmal killen, aber wir müssen es auch nochmal neu erforschen. Das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Ja, und dann sollten wir gucken, dass wir in Richtung Schmieden und so wieder gehen, oder? Geschütztürme, genau. Ja, einfach mal die ganze Reihe hier durchballern. Ich glaube, wir können Jasmin auch gleich wieder zur Forscherin machen. So, hier kommen... Steinblöcke rein. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug ausgegraben fürs so für die nächsten paar Tage. Ich meine, klar, für die Kleidungsherstellung brauchen wir noch was und so, aber das hat jetzt Zeit. Das heißt, wir können Just Me... aus dem Bergbaugeschäft wieder rausnehmen. Und das lassen wir ja so, genau. Und dann geht sie wieder forschen. Und was jetzt noch gegraben werden muss, das kann Flask graben. Wunderbar. Sehr gut. Und jetzt können wir Flask auch wieder zum Bauen einsetzen. Dann geht das Geschmuse ein bisschen schneller voran. Und bald haben wir ja dann hoffentlich wieder Bots. Und dann geht es wieder richtig los. So, hier brauchen wir... Hier erweitern wir noch das Gehege. Dann können die hier ein bisschen mehr grasen. Da müssen wir dann gucken, dass wir noch irgendwie ein Fältchen anlegen für die. Aber das kommt alles, ne? Alles immer mit der Ruhe. Gemütlich. Es hat alles Zeit. Standard zeigte Interesse am Gewicht von Eva. Standard. Sag mal. Kein Gentleman. Definitiv kein Gentleman. Wo ist unser Essen eigentlich hin? Ah, da. Gut. Bisschen was haben wir noch. Wir gehen jagen. Alpakas jagen. Den hätte ich ganz gerne, aber nö. Lieber doch nicht.
schlechte Idee. Erstmal zumindest. So, das soll es aber wieder gewesen sein für diese Folge. Ich wollte eigentlich schon lang aufhören, aber irgendwie, es war so schön, weißt du. Es hat ja so viel Spaß gemacht mit euch. Also, mit euch im Nachgang sozusagen dann. Ja, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, gebt ein Like, schreibt einen Kommentar. Ich freue mich drüber, das unterstützt den Kanal, das ist super. Und dann schauen wir mal, was noch so passiert demnächst, ne? Wir müssen ja aufpassen, dass Just Me nicht wahnsinnig wird. Das wäre nämlich schlecht. In diesem Sinne, schönen Tag euch noch. Macht's gut. Ciao.